Herzlich willkommen und moin moin, liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, immer noch am Gras mähen. Mittlerweile haben wir einen kleinen Abschnitt fertig geschafft. Das ist, glaube ich, hier die dritte Folge mähen. Wir sehen, wir sind das dritte Mal rundherum. Ich glaube, wir haben, obwohl das ist vielleicht gar nicht flächenmäßig das größte Feld. Also wir haben noch so ein großes Grasfeld. Gucken wir gleich mal auf die Map. Ich zeige euch mal, welche ich meine. So, fahren wir jetzt mal hier wieder die lange Strecke. Da haben wir nämlich Zeit, auf die Map zu glotzen. Ja, jetzt fahren wir schön gerade einfach mal, dann brauchen wir nichts machen. Machen wir es einfach in der neuen Aufnahme hier. So, das ist jetzt die fünfte Aufnahme heute im Multiplayer. Leider immer noch Singleplayer. Ich glaube, das wird auch heute nichts mehr. Ich weiß noch nicht genau, ein, zwei Folgen vielleicht noch mehr, aber viel mehr werde ich dann auch nicht machen. Mal schauen, weil wir mit dem Feld hier noch kommen. So, also Feld, ja, daneben Feld 38, 37, 39, 9, da in der Mitte. Das Feld, glaube ich, steht flächenmäßig dem hier ein wenig nach, weil es einfach quadratisch ist. Nicht ganz so lang, aber komplett quadratisch. Und da in der Mitte hier der Hof ist, glaube ich, ja, und auch oben links, ne, über der 2 und über der 1. Ich glaube, das ist sogar noch größer, weil auf dem einen ja auch die Photovoltaikanlage drauf ist. Die Deko-Photovoltaikanlage, fehlt einem da natürlich ein bisschen Platz. Ja, wir wollen hier zumindest mal ein bisschen Gras mähen, ein bisschen ein Feld, ein bisschen ist gut, ein großes Feld für diese Biogasanlage. Können wir schon mal ein bisschen Silage machen. Ich kann das schwer einschätzen, wie viel Silage aus diesem Feld rauskommt. Ich bin ungefähr gespannt, ob das 500.000 nur sind oder ob das so eine Million ist. Ich habe keinen Plan, wie oft wir dann den Silagewagen nachher ausleeren müssen. Oder der Helfer, wenn jetzt noch einer kommt, dann kann der natürlich gerne schon anfangen. Denn ich hätte gedacht, das geht ein bisschen schneller. Es ist jetzt wieder schon eine halbe Stunde dabei, dieses Feld hier zu mähen. Ungefähr. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon mehr als die Hälfte oder so haben. Haben wir nämlich nicht. Ist immer gelenkig, ne? Mit Vorder- und Hinterlenkung. Naja. Nachdem wir ja 30 Folgen Saat gesehen haben, verkraftet er jetzt bestimmt auch nochmal 6-7 Folgen Gras mähen, würde ich schätzen. Ich hatte ja gefragt, was für eine Ernte sollen wir danach anfangen. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch schon Kommentare hinterlassen habt. Dann seid ihr jetzt nochmal dazu freundlichst aufgefordert, höflichst aufgefordert, abzustimmen, welche Erntereihenfolge wir machen. Und natürlich hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Schreibt, wenn ihr irgendwie multiplayer-mäßig nochmal dabei sein wollt. Schreibt einfach mal so Zeiten rein, die euch im Zweifel passen würden. Vielleicht kriegt man das ja dann nochmal irgendwie hin, damit wir ja nochmal ein bisschen mehr Leben ins Game reinkriegen. Ja, sonst die Multiplayer-Aufnahmen bringen mich ja auch nicht wirklich voran, wenn man dann tatsächlich doch alleine ist. Anders ist es natürlich, wenn man zu zweit, dritt, viert vielleicht sogar zockt. Dann kann man hier mal richtig was reißen. Was so natürlich nicht möglich ist. Aber jetzt dieses Stückchen noch. Das haben wir auf der anderen Seite ja immerhin auch schon mal geschafft. Dann wollte ich gleich sagen, ist es ja gar nicht mehr so viel, aber naja, doch, ein bisschen ist es noch. Und dann nicht.
schon wieder so viel übergelassen. Es tut mir leid. Aber ich glaube, wir werden es verkraften. So, auch hier müssen wir wieder versuchen, möglichst die ganze Breite mal auszunutzen. Deswegen passiert das eben auch ab und an mal, dass ein kleines Stück stehen bleibt. Besser minimal ein Stück ab und an mal stehen lassen, als irgendwie immer zur Hälfte vom Versatz zu fahren. Könnte man ja auch machen. Ja. Kohlensäure. Prost. Na gut, das kleine bisschen macht auch nichts. Und das ist schon ziemlich sauber gearbeitet, bis auf, wie gesagt, diese Mini-Stellen kommen. Wollen wir nicht extrem pingelig hier sein. Zumindest nicht beim Grasmähen. Ja, passt aber wieder ganz gut. Hier noch wieder einmal zurück. Und dann haben wir eine zweite kleine Ecke fertig. Jetzt so langsam nach einiger Zeit Aufnahme finde ich, hat man ja auch langsam den Optikschaden irgendwie. Sieht gar nicht mehr so gut, wo genau diese Kante ist, die man schon gemäht hat und wo nicht. Deswegen bleibt jetzt hier auch schon wieder so viel übrig. Jetzt mäht wieder jemand Rasen. Könnte sein, dass man das in der Aufnahme hört. Aber falls jetzt noch so ein dumpfes Hintergrundgeräusch auftaucht, ist der Rasenmäher vom Nachbar. Ist mal wieder so weit. Wir mähen nicht nur hier im Spiel, sondern auch nebenan wird gemäht. Ich habe jetzt keinen Nerv zu, aber so hoch wird mein Rasen auch noch nicht, dass ich jetzt mähen müsste. Bisschen ab. Ja, passt eigentlich. Passt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Könnte jetzt natürlich auch mal so machen. So, dann fährt er auch gleich schneller. Mal so machen, aber mach. Wir müssen uns konzentrieren, dass wir hier vorankommen. Wir kommen im Hof langsam näher, wenn man hier sieht, finde ich. Es wird langsam. Ist nicht mehr so aussichtslos. Wie am Anfang, als wir gemerkt haben, dass wir eine ganze, also 15 Minuten fast brauchen für eine Runde. Die zweite Runde waren es dann schon nur noch 10 Minuten.
Das wird mit Adaviren-Scanner eingeblendet. Das Musterteil parkiert. Das hat was mit Landwirtschaftssimulator Game zu tun. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal angucken. Sehen, was da los ist. Noch ein paar Mal noch, dann kann man sagen, haben wir auch diesen Abschnitt fertig. Gut, dann haben wir den auf jeden Fall auch im Dauereinsatz gehabt. Wir merken, es funktioniert. Besser als wenn wir das jetzt alles so gemäht hätten. Auch wenn der Trecker vielleicht ein bisschen schneller am Gras mähen kann. Wir müssen dann ja auch noch wieder alles zu Schrott machen. Da ist also im Wender auch noch wieder überall rum. Also glaube ich, ist der hier tatsächlich die schnellere Variante. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger, langwierig dann doch vorkommt. Es gibt auch noch einen größeren, ne? Diesen Class Cottage oder so, Cottage, ich weiß es gar nicht. Der eigentlich noch ein bisschen breiter sein müsste in der Schnittbreite, aber ich glaube, der hat nicht keine Schwatt-Zusammenlegung. Ich weiß auch gar nicht, ob es den für LS15 überhaupt gibt. Oder ob es nur für 13 oder vorigen Teil war. Kein Plan. Habe ich aber noch nicht nachgesucht. Also wir so, ja, mit dem hier vorlieb halten. Vielleicht wurde ja auch, wollte ja jemand versuchen, auf das Game zuzugreifen, wurde dann vom Virenscanner blockiert. Ist das auch möglich? Ich weiß es nicht. Kann ja auch sein, wenn an deren PC im Zweifel Virus drauf ist oder so. Den wollen wir nicht haben. Na, fahren wir noch mal. Komm. Nochmal wieder ab in diese Richtung. Schon die Taste verloren aus Schwäche vom Dauer gedrückt halten. Ja. Schaffen wir eh nicht in einem Rutsch. Muss noch zweimal hin und zurück. Oder naja, nicht zweimal hin und zurück, einmal hin, einmal zurück, also auch nur zweimal fahren, damit dieses Stück hier fertig ist. Also nochmal wenden und wieder zurück. Brauchen wir es jetzt auch nicht so anstrengen. Da reicht es mal, wenn wir so halb fahren, damit wir auch gleich mal ein bisschen was zu mähen haben, wenn es wieder zurückgeht. Und ich würde sagen, für diese Folge war es das. Und wir haben schon wieder die 15 Minuten gerade geknackt. Passt ja pünktlich wie die Maurer sozusagen.
Würde mich über ein Like, einen Kommentar und so freuen. Und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend dann und bis demnächst. Tschüss.